Die blutdruckunterstützende Medikation, die die Frau hat, die muss ich gerade doppelt laufen lassen. Diese ganzen Geräte, das ist ja wirklich viel, was Sie hier beachten müssen. Ja, ja, und es ist, denke ich, nicht schwer vorstellbar, dass einem manchmal hier der Kopf brummt. Und ja, ich kann mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass ich zwei Patienten, so schwere Patienten, hier nebeneinander gleichzeitig betreuen sollte. Hallo! Das ist Tina Frenzel. Nee, prima. Genau, gut geschlafen. Yeah. Die Deutsche pflegt alte Menschen zu Hause. Auch Tina arbeitet lieber in den Niederlanden als in ihrer Heimat. Für sie ist es das größte Kompliment, wenn die Patienten gar nicht merken, dass sie Deutsche ist. Es ist auch schon so, dass ich zu Hause bestimmte Wörter auch schon mal vermische oder die auch schon gar nicht mehr im Deutschen weiß. Ist es leichter, das Niederländisch als das Deutsche, von der Sprache her jetzt, von der Verständigkeit? Ja, also für mich sind bestimmte niederländische Wörter einfach so selbstverständlich geworden, auch im deutschen Sprachgebrauch, dass ich auch schon sage, also die niederländischen Wörter, dass die auch schon viel einfacher sind für mich, ja. Ja. Also ich habe mich da wohl schon recht dran gewöhnt, ja. So. In Deutschland musste Monika um 6 Uhr parat stehen. Hier beginnt die Frühschicht um 7.30 Uhr. Alleine diese anderthalb Stunden mehr Schlaf machen viel aus. Miriam, wir gehen eben overdragen, ja? Maar, bis zu 4 Schwerstkranke auf einmal hatte Monika zu versorgen, zuletzt in München. Das ist eigentlich nicht zu schaffen, auf deutschen Intensivstationen aber oft die Regel. Und hier nur ein Patient pro Tag. Dafür trägt sie auch mehr Verantwortung. Auf meiner Station, auf der ich damals gearbeitet habe, haben sogar die Ärzte Blut abgenommen. Das ist alles hier Pflegetätigkeit. Der Arzt ordnet an. Naja, man sucht sich natürlich eine Intensivstation aus, weil man auch mehr von der ganzen Technik verstehen will und intensiver mit dem Patienten zu tun haben will. Und von dem her ist es schon gerechtfertigt. Ja, und wir, auch in Deutschland ist die Ausbildung sehr, sehr gut, die Intensivfachausbildung. Nun kann man mit dem Wissen später gar nichts mehr anfangen, weil das nicht gewünscht ist. So. Und hier ist es gerade so, dass man einfach nicht wünscht, sondern das ist wirklich eine Bedingung, dass man hier arbeiten kann, dass man diese Ausbildung hat und dieses Wissen auch dementsprechend in der Praxis anwendet. Ich bin erstaunt, wie viele Pfleger auf der Station arbeiten. Normal, sagen sie. In Deutschland, also direkt nebenan, herrscht dagegen der Pflegenotstand. 10 Jahre hat Monika den Stress mitgemacht. Zu oft ging sie mit dem Gefühl nach Hause, versagt zu haben. Weder dem Patienten noch sich selbst wurde sie gerecht. Viele meiner Arbeitskollegen, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, waren wirklich im Burnout oder ein Erschöpfungssyndrom. Aber niemand konnte das sich eingestehen. Und als die Vorgesetzten, die haben das lieber nicht sehen wollen, lasse ich so sagen. Und hier habe ich einfach das Gefühl, dass ich wirklich ernst genommen werde, dass ich respektiert werde für das, was ich kann, auch von meinen Vorgesetzten. Und es kann mir passieren zum Beispiel, dass meine Vorgesetzte kommt und sagt, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit geht es dir nicht so gut, willst du darüber reden oder willst du dir mal eine Auszeit nehmen oder so. Also habe ich auch mitgekriegt von anderen Kollegen. Oder zum Beispiel in dem ersten Jahr, in dem ich hier war, ist mein Vater sehr krank geworden, hat akut eine Bypass-Operation kriegen müssen. Und das habe ich gehört an dem Tag und mir war klar, meine Mutter ist in dem Jahr auch gestorben, der kann nicht alleine bleiben da. Und ich wollte auch bei ihm sein. Also habe ich hier auf Station angerufen, habe gesagt, ich muss nach Ulm fahren. Und ich konnte dann am nächsten Tag anrufen und letztendlich konnte ich da eine Woche bleiben bei meinem Vater. Und meine Schwester, die auch im Krankenhaus in München arbeitet, für die war das sehr viel schwieriger, einen Urlaubstag. Die musste einen Urlaubstag nehmen und dann war es noch nicht sicher, ob sie den kriegen konnte. Und hier ist es so, es ist dein Vater, natürlich musst du da hingehen. Also das meinte ich mit, man wird als Mensch gesehen und nicht nur als Arbeitskraft. Und das gefällt mir hier sehr gut. Und von dem her, das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich mir denke, ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal in Deutschland könnte, so behandelt zu werden, dass man mich einfach nicht sieht. Die Niederländer, die wir mit der deutschen Altenpflegerin Tina Frenzel besuchen, haben die Ruhe weg. Es ist jedenfalls ungewöhnlich, dass das Kamerateam so gar nicht beachtet wird. Viel mehr. Sind die Niederländer von der Mentalität her entspannter, finden Sie, als hier? Ja.
Ja, also am Anfang musste ich mich da echt schon dran gewöhnen und auch runterzuschrauben, weil ich war einfach noch in Deutschland ist man doch immer ja ständig unter Zeitdruck, Hektik. Und dann, wo ich hier damals angefangen bin, musste ich echt, also hörte ich auch vom Patienten sagen, na Tina, etwas ruhiger oder jetzt erstmal Kaffee trinken und dann ja, dann kommt man dann auch mit natürlich mit dem Patienten im Gespräch, aber also am Anfang musste ich mich da echt schon dran gewöhnen. Ist ja ganz anders. Warum ist das in Deutschland nicht möglich? Wohnt in Bocholt und arbeitet in Lichtenvoorde, kurz hinter der Grenze. 6 Patienten versorgt sie jeden Tag. Ich finde, dass das nicht gerade wenige sind. Viele ihrer deutschen Kollegen müssen allerdings 6 Patienten in einer Stunde schaffen. Ja? Tina beantragt für ihre Patienten so viel Zeit, wie sie für nötig hält. Die Krankenkasse zahlt das. Die Niederländer setzen offen der Eigenverantwortung der Pfleger und sparen bei Kontrollen und Bürokratie. Ja, Jungs, so geht der Junge was. Hey. Was sagt er? Also er lässt es sehen, dass es doch wohl ganz gut geht. Also in Deutschland wird zum Beispiel für Insulinspritzen 2 oder 3 Minuten angesehen. Und da muss man auch schon wieder sehen, dass man weiterkommt. Also die Gespräche mit dem Patienten, das wird überhaupt nicht gerechnet. Und ja, hier wird es einfach großzügiger gerechnet. Also was wird bei dem Patienten gemacht? Und dann wird es mal so Pi mal Daumen, eine Richtlinie, eine Stunde. Bleibt man dann bei dem Patienten mit der Rundumversorgung? Ja, und also in der Regel hat man die Stunde an Pflege pur sowieso nicht nötig. Ja, dann ja, heißt es halt die Gespräche mit dem Patienten, dass da halt noch viel Zeit für übrig bleibt. Und das ist halt auch wichtig. Die deutschen Pfleger arbeiten hier auch noch weniger Stunden für mehr Geld. Ich frage mich, wie lange die Uniklinik in Nimwegen noch solche Anreize bieten kann. Auch in den Niederlanden haben die Politiker Sparmaßnahmen durchgedrückt. Patienten müssen vieles zum größten Teil selbst bezahlen. Dazu gehören Kuren, Brillen oder Zahnbehandlungen. Das ist die Kehrseite des niederländischen Modells. Man kommt auch nicht beim Hausarzt immer mit einem Rezept gleich nach Hause, ne? In Deutschland will man ja eigentlich gleich was haben. Wenn ich mit was zum Hausarzt gehe, dann will ich auch ein Pillchen oder will irgendwie Massagen verschrieben und so weiter. Also das bin ich hier nicht gewohnt. Es kann sein, dass der sich das anguckt und dass er sagt, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ein paar Tage ausruhen, dann geht schon wieder. Also es ist eher selten, dass man hier mit Pillen, Rezepten oder sonstigen guten Sachen nach Hause geht. Und da habe ich den Eindruck, dass da die deutschen Ärzte doch etwas großzügiger verschreiben. Vielleicht wird der deutsche Patient noch mehr verwöhnt. Aber rechtfertigt das die Ausbeutung der Pfleger? Monika Wäscher wollte sich nicht länger verheizen lassen. Sie lebt jetzt mit ihrem Mann in einem Vorort von Nimwegen. 700 Kilometer weit weg von ihrer Familie und ihren Freunden in Süddeutschland und den Bergen, die sie so liebt. Gibt es auch was, was Sie in Deutschland, aus Deutschland vermissen? Deutsches Brot. Immer wenn ich in Deutschland bin, dann muss ich Brot mitnehmen. Oder meine Familie oder meine Freunde bringen mir immer Brot mit aus Deutschland und das friere ich dann ein. Oder ich backe selber. Ich finde das niederländische Brot immer sehr weich. Und die Niederländer mögen das deutsche Brot wiederum nicht. Also es erübrigt sich, aber das fehlt mir wirklich sehr. Ja. Bran van Barneveld ist Niederländer und war selbst jahrelang Fachpfleger in München. Dort hat er Monika auch kennengelernt. Dass die beiden mal in seiner Heimat sesshaft werden, war eigentlich nie geplant. Doch so wie in Deutschland ging es einfach nicht weiter. Ich hab die Entscheidung auch bei ihr gelassen. Ich habe gesagt, die Möglichkeit gibt es. Es war eben schlimmer. Ja, das hört sich dann dramatisch an. Aber es würde nicht besser in Deutschland. Wir hatten immer mehr zu tun und weniger Ressourcen. Und dabei habe ich gesagt, wir könnten nach Holland gehen. Aber ich habe nie angedrängt in die Sinn. Ich habe gesagt, wenn du auch denkst, dass das gehen würde, und dann gibt es eine Chance. Und wir haben gesagt, wir gehen hier hin und wir nehmen ein Mietshaus und gucken es uns erst an für 2 Jahre. Jetzt sind sie schon 7 Jahre hier. Und so wie Monika kommen immer mehr deutsche Pfleger über die Grenze.
Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber bei meinen Recherchen stoße ich auf zahlreiche Agenturen, die ganz gezielt deutsche Fachkräfte für Krankenhäuser und Altenheime abwerben. Ja. Glauben Sie, dass Ihren Kollegen das bewusst ist, dass das System hier so viel besser offensichtlich ist als in Deutschland? Nee, ich denke, dass sich das niemand vorstellen kann. Also manchmal, wenn ich das erzähle, wie ich das gewohnt bin, das ist schon 7 Jahre her natürlich, aber dann sehe ich manchmal so ungläubige Gesichter, so das kann ja gar nicht so schlimm sein. Oder, und dann sage ich schon immer, wenn ich in Deutschland war oder so, dann sage ich immer, das kann ich gar nicht erzählen, hier, das glaubt mir keiner. Dass man mit 2 Pflegekräften so eine ganze Station zum Beispiel organisieren kann oder pflegen kann. Oder ich glaube, das würde hier überhaupt nicht gehen, ist unvorstellbar. Wir sind bei Tilly. Sie ist schon 97 und außer einer Wunde am Fuß noch ganz schön fit. Es ist beeindruckend, wie gut Tina Frenzel mit der Sprache zurechtkommt. Wer lernt schon freiwillig Niederländisch? Ich habe wohl schon einiges dafür getan, für die Sprache und für die Dokumentation. Also, weil man ja auch tagtäglich mit dem Patienten zu tun hat, aber auch mit Ärzten und die lesen ja auch die Dokumentation und ja, also von mir aus selber kam halt auch viel Initiative und ich hatte halt sehr lange Privatunterricht genommen dann. Ja. Seit 6 Jahren pendelt Tina zum Arbeiten nach Holland, zahlt weniger Steuern, Sozialabgaben und hat weniger Stress. Sie profitiert in jeder Hinsicht von diesem Modell. Und sie steht dazu. Ja, also ich würde, ehrlich gesagt, nie wieder zurück in Deutschland arbeiten gehen. Also das steht für mich einfach fest. Ja, weil einfach das Miteinander und die Kultur, die Mentalität, die Menschen hier, das ist alles mal so persönlich. Und also die Pflege an sich, das ist allemal zu machen, es sind Kleinigkeiten und auch das Finanzielle, also besser geht's für mich einfach gar nicht. Und da sehe ich einfach für mich, bin ich einfach Egoist, gebe ich dann auch zu, aber für mich ist es halt am besten. Auch in späterer Hinsicht einfach. Ich meine, die Pflege wird nun mal nicht einfacher und Okay. Geil. Vor der Knie, okay. Tut das so overdag auch, tut er selbst noch was Aufhängen?